Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Salzwelten für zu Hause. Ja, es klingt ein bisschen komisch. Hier ist eine Schulklasse zu Besuch und man versteht kaum noch ein Wort. Deshalb gibt es heute die Stimme aus dem Off. In der heutigen Folge werden wir Christmas Cracker basteln. Dies ist eine weihnachtliche Tradition aus Britannien. Am ersten Weihnachtstag werden dort die Christmas Cracker geknallt. An beiden Seiten zieht eine Person und aus der Mitte fallen mit einem Knall Süßigkeiten und kleine Gegenstände. Unser Christmas Cracker wird so aussehen. Aber jetzt fragt ihr euch sicherlich, was haben Knallbonbons an Weihnachten verloren? Bei uns in Deutschland werden sie schließlich an Silvester geknallt. So verhält es sich aber nicht in Großbritannien. Dort werden Christmas Cracker am ersten Weihnachtstag genutzt. Also, los geht's. Um einen solchen Christmas Cracker zu basteln, brauchen wir Geschenkpapier, eine Schere und ein DIN A4 Blatt Papier. Das Blatt Papier gilt als Maßeinheit. Wir legen es auf das Geschenkpapier und schneiden einmal großzügig drumherum, damit wir anschließend die richtige Größe für unser Knallbonbon haben. So, jetzt habe ich einmal um das DIN A4 Blatt Papier herumgeschnitten und ein wenig Rand gelassen. Dann lege ich das Papier an die Seite, auch das Geschenkpapier, schnappe mir die Schere und eine Klopapierrolle. An dieser Rolle ist eine dünne Linie. Die seht ihr jetzt nicht im Film, aber wenn ihr das Klopapierröllchen in der Hand habt, werdet ihr wissen, was ich meine. Und an dieser Linie schneidet ihr einmal drum herum. Dann wird sie spiralförmig aufgeschnitten und ihr könnt sie auseinanderziehen. Dadurch bekommt unser Bonbon, wenn wir es dann anschließend knallen, einen noch tolleren Effekt. Aber Achtung, natürlich dürfen wir die Füllung nicht vergessen. Wir haben Schokonikoläuse und süße Bonbons dabei. Und zu einem jeden Christmas Cracker gehört ein Christmas Joke, also ein witziger Spruch, den euch eure Eltern dann sicherlich übersetzen können. So, wir nehmen das Geschenkpapier, packen die Klorolle dort ein. Sie wird also schließlich einmal eingepackt wie ein Geschenk. Vorher müssen wir sie aber noch füllen. Es kommt ein Witz hinein und die Süßigkeiten. Dann wird alles gut in Geschenkpapier eingewickelt. Am besten so, dass nichts rausfällt. Und mit Tesafilm oder einem anderen Klebeband zugeklebt. In einem nächsten Schritt nehmen wir Geschenkpapier und schneiden uns ein Stück ab. Passt auf, dass ihr euch dabei nicht selber schneidet. Und dann geben wir dem Knallbonbon die Bonbonform, indem wir an den Seiten der Klopapierrolle die Geschenkpapiere zubinden. Wir machen also ein Band, legen es einmal drum, machen einen Knoten mit dem Band, ziehen es ganz eng zusammen und haben schon die typische Bonbonform. Und in einem nächsten Schritt binden wir eine schöne Schleife. So, natürlich muss das Ganze auch noch auf der anderen Seite gemacht werden. Also schneidet ihr euch wieder ein Band vom Geschenkband ab. Und legt es ebenfalls um die Rolle, macht einen Knoten, zieht alles fest zusammen. Jetzt könnt ihr wieder eine Schleife machen, wie auf der anderen Seite. Oder aber ihr nehmt die Schere und kräuselt das Geschenkpapier. Dazu öffnet ihr das Scherenblatt, legt das Band an einer Seite des Scherenblattes an und zieht mit der Schere fest dran entlang. Fragt dort gerne eure Eltern, wenn ihr Hilfe braucht. Tada! Und schon habt ihr ein eigenes Knallbonbon gemacht. Nun müsst ihr es nur noch an Weihnachten an beiden Seiten festziehen und die Süßigkeiten genießen. Das war's mit einer weiteren Folge Salzwelten für zu Hause. Viel Spaß und ein schönes Weihnachtsfest!